Es gab ja wiederholt Ovationen, als der Karl dem Muhammad Ali doch wirklich zugesetzt hat. Das war also traumhaft, das war ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Auf der einen Seite hatte man also dieses Boxwunder, dieses Genie, diesen boxenden Fred Astaire, den man also bewundern musste und für den man einfach Sympathie haben müsste. Und auf der anderen Seite war der Lokalmatador. Ich war sowas von begeistert, ja. Und ich glaube, es gibt im Moment nichts, was den Kampf übertreffen kann. Die Fäuste seines Gegners erboxen in 26 siegreichen Kämpfen mehr als 10 Millionen Mark. Europameister Karl Miltenberger verlor 2 seiner 54 Profikämpfe. Er forderte Muhammad Ali, vormals Cassius Clay, zum ersten Weltmeisterschaftskampf im Schwergewicht auf deutschem Boden. Am Ende der Wiegezeremonie eröffnen der Killerblick des Champions und das gewinnende Lächeln des Herausforderers die letzte Phase eines wochenlangen Nervenkrieges. Max Schmeling und Joe Louis, die berühmte Paarung von gestern, sind die prominentesten Gäste am Ring. Noch ahnt niemand, dass die 40.000 Zuschauer im Frankfurter Waldstadion einem der erregendsten, schnellsten und fairsten Boxkämpfe in der Boxgeschichte entgegenfiebern. Der 10. September 1966. Ein Datum, das nicht nur bei eingefleischten Boxfans in bester Erinnerung ist. Der Kampf Muhammad Ali gegen Karl Miltenberger. Aber wie ist der Kampf genau gelaufen? Was ist hinter den Kulissen passiert? Wir gehen auf Spurensuche. Am 30. August 1966, 10 Tage vor dem Kampf, betritt Muhammad Ali auf dem Frankfurter Flughafen erstmals deutschen Boden. Hunderte Funktionäre, Fans und Journalisten empfangen den 24-jährigen Weltmeister wie einen Popstar. Sein erster Weg führt den Champ noch am gleichen Tag in den Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Hier in der Martin-May-Straße 7 soll das Sparring stattfinden. Hallo, guten Tag, Herr Haus. Guten Tag. Das ist also die Boxschule, die sich der Muhammad Ali damals angeguckt hat. Ja, richtig. Wie haben Sie denn reagiert, als der ankam mit seinem Tross? Ja, das war natürlich erstaunlich. Der kam also gleich mit, ich schätze mal, 30 Leute ungefähr. Und wir hatten damals hier eine Eisentreppe, die ging hier hoch. Und ich sehe noch heute, ich kam als Letzter, wie die alle da hochmarschiert sind. Und dann haben sie sich die Sportschule angeguckt. Ja, und nach ein paar Minuten kam es dann raus, haben sich entschuldigt, dass es zu klein wäre. Und sind dann gelandet bei der Sportschule Petrescu auf der Zeil drüben, weil die riesengroß war. Damals gab es in Frankfurt nur 2 Boxschulen. Das war der Petrescu und der Zentralsportingclub, der CSC Frankfurt. Zur gleichen Zeit tänzelt Karl Miltenberger durch die Boxschule seines Managers Wolfgang Müller in Bad Soden. Seit 4 Wochen bereitet sich der Pfälzer intensiv auf den großen Kampf vor. Frühmorgens rennt er durch die Wälder von Königstein, den Fuchstanz, hinauf. Einen steilen Passweg. Selten ist er dabei allein. Herr Burhans, auch Sie sind mit dem Karl Miltenberger hier in der Vorbereitung auf den Kampf immer hochgejoggt. Wie weit war das denn, die Strecke hier in Königstein? Etwa 4 Kilometer sind wir bergauf gelaufen. Kurzer Rast hier oben und dann auch wieder runtergelaufen. Manchmal wurde hier auch was gegessen oder gefrühstückt. Die leichten Leute waren meistens vorneweg. Und wir sind dann als Schwergewichtler hinterhergelaufen. Aber der Karl Miltenberger hat sich dann hier hochgequält? Ja, mitgequält. Er war noch zu der Zeit ganz gut dabei. Wie akribisch hat er sich auf den Kampf gegen Ali dann vorbereitet? War dann vielleicht noch mehr Fokus darauf, sich richtig fit zu machen? Ja, sicher. Man darf nicht vergessen, wir sind hier morgens gelaufen. Dann kam die Massage. Dann ging es ins Camp runter. Da wurden dann Sparren gemacht, da wurde Seilspringen gemacht, da wurde an den Geräten gearbeitet. Also das dauerte dann auch noch mal so 2,5-3 Stunden. Und das war jeden Tag, auch sonntags. Unterdessen läuft in Frankfurt der Vorverkauf für den Jahrhundertkampf auf Hochtouren. Allein, dass Miltenberger gegen Ali antreten darf, gilt als echte Sensation. Es ist das erste große Boxereignis im Waldstadion. Dabei hat Miltenberger Frankfurt längst zur Boxhochburg gemacht. 3-mal bereits hat er seinen Europameistertitel in der Festhalle verteidigt. Besonders gefürchtet ist der linke Leberhaken des Lauterers. Ein Grund, warum sie ihm daheim in der Pfalz fast alles zutrauen.
Hatten Sie das Gefühl, dass er überzeugt war, er könnte Ali schlagen? Wir wussten schon zu Amateurzeiten, dass der Karl immer intensiv trainiert hat und dass der Karl auch für gerade diese große Aufgabe, für diese große Herausforderung, die vor ihm stand, sich intensiv vorbereitet. Und wir drückten ihm alle die Daumen und wir hatten die leise Hoffnung, dass er doch auch Muhammad Ali gegen Muhammad Ali bestehen kann. Und ich glaube, er hat es auch bewiesen. Eine Woche vorm Kampf unterziehen sich beide Boxer bei einem Frankfurter Internisten einer sportmedizinischen Untersuchung. Bei dieser Gelegenheit bekräftigt Mildenberger den Optimismus in der pfälzischen Heimat. Ja, im Schwergewichtskampf ist alles drin und ich rechne mir eine gute Chance aus. Am selben Tag gibt Ali im Interconti seine einzige Pressekonferenz. In dem hoffnungslos überfüllten Saal für so manchen Reporter ein Erlebnis der besonderen Art. Ich hatte meinen Notizblock in der Hand und wurde von hinten geschoben und stand urplötzlich direkt am Mann von dem Allergrößten dieser Welt, also von Muhammad Ali. Und der hat dann automatisch angefangen, Autogramme zu geben. Und so kam es, dass ich ein Autogramm habe von Muhammad Ali. Das Ganze hat sich so niedergeschlagen. Ali schreibt nicht nur unaufgefordert Autogramme, er trainiert auch äußerst unkonventionell. Auf der Frankfurter Galopprennbahn misst er seine Energie in Pferdestärken. Trotz Jeans und Straßenschuhen kein PR-Gag. Wie der kritische Blick seines Trainers Angelo Dundee und Alis offene Worte im aktuellen Sportstudio eine Woche vor dem Kampf verraten. The main thing we do is every morning at 6 o'clock we run about 4 miles. And, das Wichtigste ist, dass ich jeden Morgen 4 Meilen laufe. Dann geht es in die Halle, wo wir etwa eine Stunde trainieren. Sie haben vor der Presse in Frankfurt erklärt, dass Sie das Boxen aufgeben würden, wären Sie der Verlierer gegen Mildenberger. Ich sagte nicht, wenn ich verliere, sondern falls ich verlieren würde. Und das nicht nur gegen Mildenberger, sondern gegen jeden Boxer der Welt. Doch ich glaube nicht, dass ich verlieren werde. Soweit ich weiß, ist Mildenberger der einzige Rechtsausleger, der je bei einer Schwergewichtsweltmeisterschaft geboxt hat. Das ist richtig. Ich habe ihn zwar nie persönlich boxen gesehen, aber ich weiß, dass er einer der besten Rechtsausleger der Welt ist. Er steht immerhin an dritter Stelle der Weltrangliste und deshalb erwarte ich einen großen Kampf. Nicht der einzige Besuch Alis in einem deutschen Fernsehstudio. Einen Tag vorm Kampf marschiert der Größte aller Zeiten mit seinem Gefolge ins Gebäude des Hessischen Rundfunks ein. Ein Verdienst des hr-Sportreporters und späteren Sportschau-Moderators Holger Obermann. Herr Obermann, wie kam es denn damals dazu, dass Ali mit seinem kompletten Tross und Hofstaat einen Tag vor dem Kampf hier zu Ihnen im hr kam? Also ich hatte gute Kontakte zu Ali. Und auch seinem ganzen Tross, auch zu Angela Dundee. Das lag daran, dass ich einige Jahre in Florida gelebt habe. Und zwar in Miami Beach, genau da, wo er sein Trainingscamp hatte. Und ich habe ihn sehr oft besucht in seinem Camp. Und wir waren, man muss schon fast sagen, befreundet. Das sah man ja auch an den Bildern, wo er hier ankam, dass ich immer an seiner Seite ging und er auch mal so mir auf die Schulter fasste. Also ich war eigentlich ganz stolz, dass er hier in meinem Hessischen Rundfunk kam und sich die Bilder von Mildenberger ansehen wollte. Also es war vorher alles eitel Sonnenschein und ich hätte nie gedacht, dass alles so ein böses, schreckliches Ende nimmt. Im Studio 5 des Hessischen Rundfunks liefen inzwischen alle Vorbereitungen für die Filmvorführung. Es lagen Archivfilme über die wichtigsten Kämpfe des Europameisters Karl Mildenberger bereit, darunter der letzte Kampf um die Europameisterschaft gegen Ivan Prebek am 15. Juni dieses Jahres in der Frankfurter Festhalle. Die Hessenschau wollte über den Besuch des Boxweltmeisters ausführlich berichten. Und der Tross ist hinter mir hermarschiert und wir waren alle froh, dass wir diesen berühmten Mann hier im Studio hatten. Und hier drüben waren die Plätze, konnten alle teilnehmen an dieser Aufführung von Mildenbergers Film. Wir saßen also hier und der Hessische Rundfunk hatte alles vorbereitet, sämtliche Mildenberger-Kämpfe. Dann haben sie sich hingesetzt und dann wurde es plötzlich ein bisschen hektisch. Na, es wurde, erstmal wurde es ganz ruhig, aber der Manager hat gesagt, keine Live-Kamera.
Und Live-Kamera war bei ihm so etwas wie, wenn es eine Live-Kamera ist, dann wird sofort live gesendet. Und das konnte ich nicht mehr verhindern. Als das Rotlicht anging, wir wollten eine Aufzeichnung machen für den Abend, für die Hessenschau, da sprang er auf und alle sprangen mit auf und er sagte, let's move. Also lass uns gehen. Es ist ja live, eine Live-Sendung. Und ich habe nochmal versucht, ihm klarzumachen, das Rotlicht brennt zwar, aber das heißt nicht unbedingt eine Live-Sendung. Das ist eine Aufzeichnung. Aber ich kam nicht mehr zum... Wie hat Muhammad Ali reagiert? Also der ist einfach mitgegangen. Also der hat nicht reagiert irgendwo böse. Der hat sich in seinem Tross mit hier rausbewegt aus dem Studio. Und ich saß da so ein bisschen als der dumme Junge. Oder auch, sagen wir mal anders, ich saß da als jemand, der es mit der Wahrheit nicht so ernst genommen hatte. Die Filme gingen wieder zurück ins Archiv. Und von Clay sagen seine Freunde, dass er auch ohne Filmstudium seinen Gegner Karl Miltenberger morgen Abend im Frankfurter Waldstadion klar beherrschen wird. Als sie in ihr großes Auto stiegen und ich hatte sie ja vorher abgeholt, da hat nur der Manager zu mir gesagt, am besten, du kommst nicht wieder nach Florida, wir sind stinksauer. Und wem nun der Zeigefinger galt zum Schluss, weiß ich nicht, vielleicht auch mir. Haben Sie jetzt später nochmal die Möglichkeit gehabt, das irgendwie gerade zu machen? Ja, ich habe ihn wieder getroffen in Miami Beach. Ich habe mit Angelo Dundee erst gesprochen. Und der hat mich anschließend nochmal mit in das Boxstudio gebracht. Und ich habe dann auch mit Muhammad Ali gesprochen und der hat diesen Handschlag, den es heute noch gibt, dann hat er gesagt, ist alles vergessen. Ich verstehe es jetzt. Ja, es war alles gut. Am darauffolgenden Tag ist es soweit. Vom Hotel Augusta in Königstein, wo Karl Miltenberger die vergangenen 6 Wochen gewohnt hat, fährt ihn sein Freund Eberhard Burhans zum Stadion. Herr Burhans, wie war das damals, als Sie dann von Königstein aus losgefahren sind Richtung Frankfurt? Ja, es war eine schöne Fahrt. Wir sind etwa 3 Stunden vor Beginn des Kampfes losgefahren mit Polizeieskorte und Verabschiedung der Bevölkerung von Königstein. Und auch unterwegs sind wir zigmal, hat man uns zugewinkt und dann sind wir hier mit hohem Tempo quer durch Frankfurt ins Stadion gefahren. Da irgendwie gespürt beim Miltenberger, dass die Nervosität so langsam aufkam? Nein, überhaupt kein bisschen nervös, außer dass wir natürlich, die hatten wir immer die Nervosität, wir haben immer gehustet, wenn wir vor dem Kampf, also ob einen Tag vorher, ist egal wo oder wie, haben wir immer so leichte Hustenanfälle gekriegt und die hatten wir natürlich beide. Haben sich gegenseitig angehustet? Haben uns ja angehustet, weniger, aber ging dann, das war normal. Das war so Ihr Ausdruck der Nervosität, von das, beiden aber? Von uns beiden, ja, muss ich sagen. Ich habe ja auch immer bei jedem Kampf ein Kilo oder manchmal sogar 2 verloren. So bin ich mitgegangen und habe geschwitzt. Aber manchmal hat der Karl nach dem Kampf gesagt, du siehst ja aus, als ob du geboxt hättest. 2 Stunden vor Kampfbeginn strömen die Massen ins Waldstadion. Darunter auch einige Fußballprofis der Frankfurter Eintracht, die einen freien Samstagabend genießen, weil ihr Bundesligaspiel gegen Braunschweig wegen des Kampfes verlegt worden ist. Wer dabei war, hat nichts vergessen, weiß noch, wo er gesessen hat, wer hinter oder neben ihm saß oder wie er überhaupt an die Eintrittskarte gekommen ist. Wir haben ziemlich nah am Ring gesessen. Das war also schon eine bevorzugte Kategorie an Karten, die wir da hatten. Hinter uns, hinter den Journalisten in der ersten Reihe, haben ja die frisch Verliebten Ursula Andres und Jean-Paul Belmondo händchenhaltend gesessen. Dann haben Max Schmeling und Joe Louis nebeneinander gesessen. Bubi Scholz war auch noch dabei. Ich bin also mit dem Fahrrad hierher gefahren. Und zwar hatte ich das Glück, dass meine Freunde mir ein Vorgeburtstagsgeschenk gemacht haben. Also am 10.10. wäre ich 22 geworden. Der Kampf war am 10.9., also einen Monat davor. Und bei uns war eine riesen Euphorie. Und wenn du sowas erreichen kannst, dass du da einen Kampf von Muhammad Ali sehen kannst, das war natürlich einmalig.
wie der Karl Mittelberger rein ist und anschließend der Ali. Und hat sich ein bisschen so warm geboxt, da wäre ich als Mittelberger im Prinzip wieder rausgegangen und wäre verschwunden. Ja. Wie alle meine Kollegen haben mir gedacht, na, das gibt eine Angelegenheit von einer halben Stunde. Höchstens, da sind wir wieder auf dem Heimweg. Nach der dritten Runde muss ich sagen, da haben wir alle für den Karl Mittelberger gehalten, weil das war einfach sensationell, was der Karl auch geboxt hat. Ja, so ein klasse Boxer wie den Muhammad Ali. Durch mein Sparring, das wir oft zusammen betrieben haben, wusste ich, was der Karl leisten kann. Und das hat man auch gesehen, was er leisten kann. Da war ja der allgemeine Schlachtruf ja milde, milde. Ich habe am Anfang dem Milde eigentlich keine Chance gegeben. Ne? Und je länger der Kampf ging, desto mehr wurde ich zum Mittelberger-Fan. So, meine Herren, ich glaube, jetzt sind Sie alle so ein bisschen eingestimmt auf den großen Kampf. Und ich dürfte Sie bitten, dass wir vielleicht nochmal rausgehen an die Stelle, wo es passiert ist. Dann wollen wir kurz ins Stadion gehen und noch ein paar Eindrücke von Ihnen auch mit aufnehmen, wie denn damals die Stimmung war. ...40.000 Boxfans und solche, die es an diesem warmen Septemberabend werden, sind fasziniert vom Mut und Stehvermögen Karl Mildenbergers. Nicht wenige glauben zwischenzeitlich sogar an die ganz große Sensation. Wie war es denn für Sie als Sportler, wenn man dann so ein bisschen mitfühlen kann? Haben Sie da mit ihm noch mehr mitgezittert? Durch, dass der Mildenberger so gut gegen die alligen Boxer, technisch gute Boxkampf, so wurden sie immer warmer mit diesem Kampf. Und so standen sie immer noch mehr mit offenem Mund. Und was passiert? Hast du zugeguckt und hast gesagt, es ist unglaublich, wie dieser Kampf so präsentiert. Und da waren die Leute und so kam natürlich immer die Steigerung, wo sie immer mehr gejubelt haben. Nach einem schweren linken Körperhaken in der 10. Runde knickt Klee kurz zusammen. Es sind Mildenbergers stärkste Sekunden. Der Muhammad Ali hat eben mit der Rechtsauslage seine Schwierigkeiten gehabt, und da die richtige Strategie und die richtige Einstellung zu finden. Und deswegen hat er auch sehr taktisch, sehr vorsichtig geboxt, geklugt, bis er also gemerkt hat, dass der Mildenberger nachlässt, dass er eben, war ja dreimal am Boden und so weiter. Und dass dann eben die Entscheidung hat er dann gegen Ende gesucht, obwohl der Karl Mildenberger in der 10. Runde noch mal ein Bravourstück geleistet hat, hat ihn also erheblich unter Druck gesetzt. Und nicht nur das. Diese 10. Runde bietet alles, was das Herz eines Boxfans begehrt. Es ist sozusagen ein offener Schlagabtausch, bei dem auch der Meister aller Klassen nicht ohne Wirkung bleibt. Allein die permanent zunehmende Verletzung seiner linken Augenbraue hindert Mildenberger immens. Da hatten wir Angst, das muss ich ehrlich gestehen, da waren wir uns alle einig. Denn wir wussten, dass das irgendwie eine Schwachstelle war, diese Augenbraue von Karl Mildenberger. Und das muss man auch sagen, Muhammad Ali hat es ja dann auch ausgenutzt. Hat ja immer wieder versucht, Gesichtstreffer anzubringen. Es kommt, wie es kommen muss. Karl Mildenberger, durch das zugeschwollene Auge stark sehbehindert und von Alis Schlägen gezeichnet, muss zum dritten Mal auf die Bretter. Mit dem Gongschlag am Ende der 10. Runde rettet sich Mildenberger in die Pause.
Ich bin überzeugt, wenn diese Verletzung nicht gewesen wäre, ob Karl Miltenberger nicht vielleicht doch als Sieger den Ring verlassen hätte. Miltenbergers Augen sind zu Beginn der 11. Runde fast zugeschwollen. Clay ist nicht mehr gezeichnet als nach einem kleinen Spaziergang. Nach 1:30 geht Miltenberger in der 12. Runde stehend K.O. Ich fand in diesem Moment, dass der Teddy Waltham, der englische Ringrichter, völlig richtig gehandelt hat. Denn die nächsten Schläge, die wären fürchterlich gewesen. Und das wäre er wäre verprügelt worden. Und das hat der Karl nach dieser großartigen Leistung einfach nicht verdient. Cassius Clay bleibt vorerst der Größte. Aber es war sein härtester Fight um Titel und Gage von etwa 1,2 Millionen Mark. Miltenberger aber hat sein Versprechen gehalten. Er lieferte den besten Kampf seines Lebens. Es wäre vielleicht ein schlechtes Ende gewesen, wenn er umgefallen wäre, hätte dann da gelegen und hätte raustragen müssen. So war das ein super Ende und der Karl Miltenberger hat mir ja gesehen an der Entscheidung. Der hat selber gefeiert, mitgefeiert, weil er war ja eigentlich der große Sieger von dem Kampf. Auf einmal war wirklich Karl Miltenberger da, wo eigentlich der Cassius Clay hätte sein sollen, nämlich oben. Für heutige Verhältnisse unvorstellbar. Im deutschen Fernsehen ist der Kampf nicht live übertragen worden. Für die zwei Runden, die man Miltenberger vorher zugetraut hat, erschien den Fernsehmachern das geforderte Rechtegeld zu hoch. Anders in der Heimat des Champions. Muhammad Ali muss schon wenige Sekunden nach dem Ende des Kampfes US-Reportern live Rede und Antwort stehen. Erst dann kann er sich langsam den Weg in die Katakomben bahnen. Und selbst dort ist der Interviewmarathon noch längst nicht beendet. Ich bin zum Ali in die Kabine reingegangen und damals ging das ja alles noch. Ich hatte auch meine entsprechende Akkreditierung, meinen Ausweis, bin also in die Kabine rein. Da war also alles ganz ruhig und der Ali kam rein. Das Erste, was er machte, ging zum Spiegel, guckte sich an und sagte, no mark. Das war für ihn das Wichtigste, dass er also ohne einen Kratzer aus diesem Kampf gekommen ist. Und dann bin ich rüber zum Karl, da war natürlich mehr Betrieb und die erste Reaktion von Karl war, dass er gesagt hat, ach, musste der abbrechen, ich habe doch noch gestanden und so weiter. Ja. Also er war irgendwie über den Abbruch enttäuscht. Ja. Er hat also da noch gar nicht mitbekommen oder begriffen, was er eigentlich da für einen großen Kampf geliefert hatte. Das war ihm in diesem Moment gar nicht bewusst. Ja, der Karl ist in die Kabine gekommen. Die erste Frage war, habe ich gestunken? Und das hat aber nichts mit dem körperlichen Ausdünstung zu tun, sondern stinken ist in der Boxersprache einfach, wenn ein Fighter schlecht aussieht, wenn er nur laufen geht oder jedenfalls nichts bringt, das ist eben ein Stinker. Und das hat er als erstes gefragt, dann habe ich ihn beruhigen können. Und dann haben wir uns frisch gemacht, geduscht, anders angezogen. Und aufgrund seiner Augenverletzungen habe ich ihn ins Auto gesetzt und bin nach Rüsselsheim gefahren zum Conny Ruthoff, der hier auch mitgeboxt hat und ein guter Freund von Karl war. Und dann bin ich nachts um 4 aus Rüsselsheim nach Hause gefahren. Da war für mich der Tag auch zu Ende. Zu Recht wurde Karl Miltenberger auch nach dem Kampf noch lange gefeiert. Und das nicht nur hier im alten Waldstadion. Einen triumphalen Empfang bereitete Kaiserslautern Karl Miltenberger, als er am Mittwochnachmittag von seinem Weltmeisterschaftskampf gegen Cassius Clay im Frankfurter Waldstadion in seine Heimatstadt zurückkehrte. 30.000 Menschen jubelten dem Box-Europameister auf seiner 5 Kilometer langen Fahrt durch die Straßen der alten Barbarossa-Stadt zu. Karl Miltenberger, begleitet von Conny Ruthoff und Ottmar Walter, machte einen sichtlich erholten Eindruck. Nur eine dunkle Sonnenbrille verdeckte die genähten Platzwunden an den Augen. Fritz Danko, wie war denn damals die Stimmung in Kaiserslautern? War die Euphorie wirklich so groß, wie Sie es hier beschrieben haben in dem Beitrag? Ja, genau. Miltenberger war ja damals eine Größe, fast wie Fritz Walter in seiner besten Zeit. Nicht? Die Leute waren begeistert, dass sie so einen Weltklasse-Boxer in ihren Reihen hatten.
Und obwohl der Kampf ja nicht im Fernsehen übertragen wurde, nur im Radio, war trotzdem also halblaut, dann sagen wir mal in Anführungszeichen, auf dem Bein, um den Karl zu feiern. Und als die dann in die Innenstadt von der Mainzer Straße her zur Tankstelle von Ottmar Walter kam, da brach der Verkehr da zusammen, da waren ja Tausende von Menschen. Und das war unbeschreiblich, dieser tolle Empfang. Und man hat auch Karl Miltenberger angesehen, dass er stolz darauf war, in seiner Heimatstadt, denn Karl ist ja ein echter Lautringer Bub, so empfangen zu werden. Karl Miltenberger, nachdem Sie einige Tage lang unauffindbar waren für all Ihre Freunde und für die vielen Boxsportfans in aller Welt, freuen wir uns umso mehr, dass wir heute vor der Kamera und für unsere Sportfreunde in Rheinland-Pfalz und überall mit Ihnen noch ein wenig plaudern können über den Kampf gegen Cassius Clay. Es war ja, wie man übereinstimmend sagt, der größte Kampf Ihres Lebens. Viele Experten meinen ja, dass vielleicht sogar noch etwas mehr für Sie drin gewesen wäre. Und ich denke immer noch an die beschwörenden Rufe unmittelbar vom Ring. Karl, nimm die Deckung höher. Karl, pass auf die Deckung auf. Sie hatten Sie, glaube ich, ab der dritten Runde etwas zu tief unten liegen. Wie kam das? Hatten Sie selbst das Gefühl oder haben Sie das gar nicht gemerkt? Dadurch kam Clay immer wieder durch. Ja, wenn ich ehrlich sein soll, ich hatte es nicht so gemerkt. Nämlich, ich war ganz in dem Kampf-Ekstase drin. Mhm. Und ich versuchte eben nur, seine Schwächen, seine Fehler aufzudecken und vergaß dann meine. Ja. Wenn es zu einem Rückkampf kommen sollte, nächstes Jahr in Houston, man spricht ja schon davon, glauben Sie, dass Sie, nachdem Sie nun Clay haben studieren können, ihn beim zweiten Mal vielleicht sogar schlagen können? Ja, die Chance ist drin. Das heißt, ich habe versucht, diesen Kampf 10 Runden offen zu halten und versuchte dann ab die 10. Runde zu marschieren. Leider ging es nicht in Erfüllung, da ich ja am Auge lädiert war und ich furchtbar sehbehindert war. Aber ich sehe eine Chance, natürlich. Werde ich mein ganzes Kampfstil umstellen, um wahrscheinlich vielleicht schon um die 5. Runde anfangen zu kämpfen. Und dann, glauben Sie, haben Sie auch gegen Cassius Clay ohne weiteres, ja. Ich glaube, der Karl hatte allen Grund, stolz zu sein. Und die Leistung war ja nun international so gewürdigt worden, dass, wir haben es ja gehört, durchaus Chancen bestanden, da einfach eine erneute Revanche gegen Clay oder aber einen Kampf zu machen gegen die Nachfolger, die ihn dann wiederum in die Position gebracht hätten, Clay herauszufordern. 1967 steht Miltenberger auf Rang 1 der Weltrangliste. Grund ist die Weigerung Muhammad Alis, für die USA in den Vietnamkrieg zu ziehen. Der Weltboxverband entzieht ihm daraufhin vorübergehend die Lizenz. Im Jahr darauf verliert Karl Miltenberger in der Frankfurter Radrennbahn einen Ausscheidungskampf um den WM-Titel gegen den Argentinier Bonavena. Damit ist auch die Chance auf einen Rückkampf gegen Ali vertan. Begegnungen außerhalb des Rings gibt es in späteren Jahren häufiger. Wie hier 1984 angesichts einer Werbetour Alis am Düsseldorfer Flughafen. Oder 1998 anlässlich einer ARD-Gala, als Miltenberger dem bereits von der Parkinson-Erkrankung gezeichneten Ali eine Trophäe für sein Lebenswerk überreicht. Dankeschön, thank you, Germany. Karl Miltenberger lebt heute zurückgezogen in seiner Heimatstadt Kaiserslautern. Im November wird er 75 Jahre alt. In Erinnerung bleiben wird er als derjenige, der dem Größten aller Zeiten einst in Frankfurt die Stirn geboten hat. Diese Niederlage war der größte Sieg seiner Karriere.